Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pflanzen gegen Zombies 2. Ja, in der letzten Folge hatten wir ein Update bekommen und da wurde unter anderem dieser Holzklotz hinzugefügt. Der Holzklotz, der ja so ein spezielles Rangsystem hat mit kleinen Aufgaben, die man zu bewältigen hat. Was ich persönlich davon halten soll, weiß ich noch nicht so genau, weil letzten Endes sind da scheinbar wirklich nur solche Aufgaben in der Art drin, wie man sie letzten Endes im Spiel sowieso irgendwann durchführen würde. Wie halt beispielsweise, wie wir letztens gesehen haben, das Seerosenblatt freischalten. Das Seerosenblatt ist ja ein Teil, eine Pflanze, die man sowieso bekommt, wenn man wirklich alle Level durchspielt. Oder den Boss vom Mittelalter besiegen. Ich bin persönlich noch ein bisschen unsicher. Ich finde, das ist, wie auch schon jemand das in die Kommentare geschrieben hat, sehr schön für die Anfänger, einfach um so einen kleinen Leitfaden zu haben, was kann man denn alles machen, vor allem dann, wenn man vielleicht jetzt sagt, man ist vielleicht nicht bei jeder Welt komplett durchgegangen. Ihr wisst ja, man hat ja grundsätzlich bei Pflanzen gegen Zombies die Möglichkeit, immer bis zur Hälfte des Levels zu spielen, weil hier an dieser Stelle immer, wo diese große Gargantua-Statue ist, bekommt man eben so einen Weltenschlüssel. Und sobald man den hat, kann man im Endeffekt zur nächsten Welt weitergehen und könnte dann so quasi hier Level 9 bis Boss-Level auslassen und könnte im Endeffekt jetzt schon in die nächste Welt weiterziehen. Aber letzten Endes, eigentlich würde man ja die Level alle komplett durchspielen. Und das ist so ein bisschen das, was ich noch nicht so 100% verstehe, wo dann der Sinn danach sein sollte, auch mit diesem Rangsystem. Weil letzten Endes, fürs Endcontent finde ich persönlich den Holzklotz jetzt relativ uninteressant. Aber so, ja, wenn man halt erst frisch anfängt, ist es sicherlich eine schöne, kleine, lustige Sache. Also meiner Meinung nach ist es so etwas, was sich mehr so an die neuen Spieler richtet, die eigentlich erst angefangen haben. Dann haben wir einen Weltenschlüssel bekommen. Ich bin mir noch nicht so 100% sicher, für was wir den Weltenschlüssel brauchen. Was aber auf alle Fälle Fakt ist, dass wohl am 19. Mai ein Update kommt. Und es wird gemunkelt, ich weiß nicht, ob es stimmt, weil ihr wisst ja, ich erkundige mich nicht wirklich, weil ich nicht möchte, dass ich plötzlich gespoilert werde. Aber die meisten haben mir gesagt, dass es wohl ein Weltenupdate ist, sprich, dass die nächste Welt freigeschaltet wird, was natürlich ziemlich, ziemlich cool wäre. Was ich mich halt jetzt frage ist, für was brauchen wir dann den zweiten Schlüssel? Weil wir haben ja bereits einen Schlüssel und wir brauchen auch nur einen Schlüssel, um diese Welt freizuschalten. Könnte also sehr interessant werden, was wir hier mit diesem zweiten Schlüssel dann anfangen. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das ist also das, was im letzten Update gewesen ist. Und wir schauen dann einfach mal, was das denn Schönes geworden ist. So, aber, wir werden jetzt erstmal Piñata Party machen. Denn was auch im letzten Update kam, ist, dass man jetzt im Moment wohl garantierte Dias bekommt. In der Piñata Party. Und das ist richtig, richtig nice. Deswegen versuche ich auch wirklich jede Piñata Party jetzt zu machen. Sprich, ich werde dann heute nach 12 Uhr abends oder spätestens morgen die Piñata Party wieder machen, die nächste. Und die übernächste dann wieder in der Folge und so weiter und so fort. Ganz normal halt. Damit wir auch wirklich, so gut es geht, alle Dias bekommen, die wir bekommen können, um diese dann auch nutzen zu können. Weil wer weiß, wann die nächste Dia-Pflanze angesagt ist, das wissen wir ja nicht. Und wir wollen ja die ganzen Dia-Pflanzen haben, keine Frage. Das ist ja vom Vorteil, wenn wir die alle bekommen. Und dann schauen wir einfach mal. So, jetzt bin ich mir noch relativ unsicher, weil im Endeffekt können wir jetzt noch nicht wirklich viel Schaden machen. Außer mit dem Stachelkraut. Aber schauen wir mal. Geht der noch down? Ja, der geht noch down. Oh, der hüpft trotzdem. Oh, wie gemein. Das ist gemein. Ist wirklich gemein. Na gut, es ist nicht gemein. Oh je, Mini, ich glaube, ich muss gleich niesen. Entschuldigung. ja, der Heuschnupfen. Der liebe, gute, alte Heuschnupfen. Sowas aber auch. So. Müssen wir da mal gucken. Dass wir vielleicht dann demnächst mal einen Dünger anwenden. Damit wir die Lanes ein bisschen frei bekommen. Ich weiß gar nicht, ob wir noch weitere Stachelkraut bekommen. Ich hoffe es doch. Ja, bekommen wir noch. Wenn wir den jetzt zum Beispiel nach hinten ziehen, dann werden da die Grabsteine schon mal ein bisschen angegriffen. Machen wir jetzt mal überall hier. Ah, wenn wir es jetzt machen, werden die nach vorne gezogen. Ma.
Ist auch blöd. Ah. Das ist natürlich ärgerlich jetzt. Na, wir bekommen das schon hin. Wir schaffen das schon. Wird ein hartes Stück, glaube ich. Ich glaube, so einfach wird das nicht. Aber wir warten einfach mal ab. Wir warten einfach mal ab. Vielleicht wird es ja eh total easy. Ah. Ich würde halt liebend gerne... Komm, wir machen jetzt hier nochmal. Ziehen wir die zwar so zusammen. Hier ziehen wir die nochmal zurück. Jetzt ziehen wir die auch nochmal zurück. Jetzt ziehen wir die auch nochmal zurück. Jetzt können wir nämlich hier allmählich schon anfangen. Das ist gut, das ist sehr gut. Dann können wir nämlich hier jetzt schon hin. Dann können die nämlich hier komplett zurück. Hier auch. Können hier auch komplett zurück. Das ist gut, das ist sehr gut. So, haben wir hier mal. Okay. Das war hier falsch, das wollte ich nicht. So. Hier müssen wir mal ziehen. Können wir... Ah, endlich. Hier ist auch endlich frei. So. Hier vielleicht noch. Ah, wir bräuchten eigentlich unbedingt... unbedingt neue Dünger. Sehr gut. Und zwar... Machen wir den hier mal. Weil dann könnten wir da vielleicht jetzt bald auch... Oh, endlich. Sehr gut. Können wir die nämlich auch bald nach hinten ziehen. Wobei es jetzt eigentlich schon wieder fast vorbei ist. Und jetzt bekommen wir eh keine Dünger mehr. Schade. Wäre schön gewesen, wenn wir das noch auf allen Lanes geschafft hätten. Okay, dann halt nicht. Och ja. Aber eigentlich eine relativ einfache Piñata-Party gewesen jetzt. Muss man so sagen. Aber ich möchte schauen, dass ich keinen Rasen mehr verbrauche. Noch einen? Okay, fertig. Sehr schön. Oh, das wäre sogar symmetrisch geworden. Bis auf die den Matschkürbis, die Birne hier. Das nicht. So, was bekommen wir? Zwei Edelsteine und ein neues Kostüm. Okay, vier Edelsteine. Das hat sich doch schon mal rentiert. Sicherlich ist da ein größerer Jackpot drin. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber man kann nicht alles haben. Vielleicht bekomme ich ja morgen einen großen Jackpot. Ah, so. Hier hat sie ein bisschen was getan, weil ich gestern Nacht ein kleines bisschen am Farmen war, was Endloszonen angeht. Allerdings hatte ich sowas von überhaupt kein Glück, was die bekommenen Pflanzen angeht. Ich hoffe, das ist dann jetzt demnächst mal wieder ein bisschen besser. Dadurch habe ich auch eine Handvoll Münzen ausgegeben. Aber da ich ja sowieso schaue, dass ich schnellstmöglich wieder neue Münzen bekomme, dürfte das nicht das größte Problem sein. Jetzt bin ich in den Holzklotz. Nein, ich wollte wieder zurück. So, mit Challenges geht's weiter. Ja, denn ihr wisst ja, dass momentan wieder Challenge-Time ist. Sprich, ich werde mich kleinen Aufgaben stellen, die ihr mir stellt. Dafür habe ich ein kleines Formular eingerichtet in der Videobeschreibung, wo jeder die Möglichkeit hat, wenn möglich nur einmal eine Challenge einzureichen. Sagen wir so, es sind sehr viele, die ich bekommen habe. Ich schaue mal nach, wie viele es aktuell sind. Aktuell sind es 202 Challenges und gemacht haben wir bisher 11, 12, 13, 14, 15, 16 Challenges haben wir bis aktuell gemacht. Also wir haben noch jede Menge vor uns. Aber das bekommen wir alles noch hin. So, wir schauen mal, was haben wir? Victor hatte geschrieben, geh in den Tiki-Fackler. Und arbeite nur mit dem Blumarang, dem Stachelkraut, dem Sachelstein? Stachelstein? Also den grauen Stacheln. Ah, und den einfachen Sonnen. Und der einfachen Sonnenblume. Das Problem an dem Ganzen ist, dass der Tiki-Fackler eine Endloszone ist. Und in der Endloszone müsste ich mich erstmal so weit vorspielen, bis ich diese Pflanzen überhaupt vorgeschlagen bekomme, dass ich sie benutzen kann. Dementsprechend muss man die jetzt leider erstmal hinten anstellen und gucken, wenn ich in der Endloszone ein bisschen weiter bin beim Tiki-Fackler, ob ich es denn dann machen kann. Wir können natürlich jetzt grundsätzlich gerne mal reinschauen, welche Pflanze ich aktuell im Tiki-Fackler aktiv habe. Aber ich glaube, das sieht jetzt leider schlecht aus. Schauen wir mal. Ich bin erst im Level 7, wie es scheint. Oder das Level 7 war das höchste bisher. Ja, tatsächlich Level 7 bin ich. Und ich habe weder den Blumarang, noch das Stachelkraut, noch das graue Stachelkraut. Also das scheidet leider im Moment erstmal aus. Das ist natürlich schade, aber
Das ist halt schwer machbar. So, du darfst nur Pflanzen benutzen, die sich nach der Benutzung verbrauchen, schlägt der liebe Michi vor. Oder die Michi? Ah, das kann man immer nicht wissen. Der Michi wird eigentlich immer sowohl für das als für das verwendet. Nur Pflanzen, die sich verbrauchen. Ich nutze ja immer gern mein liebes wildes Wilden West, meinen lieben Wilden Westen. Und dann gucken wir mal. Ich gehe mal davon aus, dass Sonnen erlaubt sind. Ich weiß es nicht, deswegen werden wir es mal ohne Sonnen versuchen. Wir versuchen es mal in Level 3. Ja, das könnte ein bisschen härter werden. Ja, weil hier sind nämlich schon. Ja, wobei die meisten Pflanzen, die sich verbrauchen, sind ziemlich einfach. Die verbraucht sich auch. Haha. Die hier und die hier. Die hier, aber wir brauchen noch was, um Sonnen zu bekommen. Was kostet eigentlich dieser Platz hier nochmal? Ich muss jetzt mal nochmal ganz kurz gucken gehen. Na, da kann ich jetzt leider gerade nicht rein. Sehr schade. Brauchen wir den hier überhaupt? Ich glaube nicht. Dann nehmen wir die hier noch mit. Die verbraucht sich schließlich auch. Düngereffektgedöns ist auch gut, aber bei Pflanzen, die sich verbrauchen, brauchen wir das nicht. Haha, brauchen. Gut. Sollte machbar sein. Gucken wir einfach mal. Nur Pflanzen, die sich verbrauchen. Ich bin gespannt, das ist eine schöne Herausforderung. Also, im Endeffekt müssen wir erstmal schauen, dass der was frisst. Und dann darf er explodieren. Weil da müssten wir theoretisch extra Sonnen bekommen. Ja, bis er da ist, müsste auch das Bömpchen ausgewachsen sein. Bin gespannt, also das sollte eigentlich gehen. Na also, perfekt, geht schon mal. Das setze ich jetzt einfach nur schon mal hin, damit dann die Cooldown-Zeit runtergeht. Der bekommt auch was. Oh, das ist nicht viel, was man dafür bekommt. Ich habe gar nicht geschaut, wie viel. Muss ich jetzt dann nochmal drauf achten, ob das überhaupt ausreichend ist, dass man sagt, es rentiert sich, dass man es an den normalen Zombie verfüttert. Sah mir nämlich gerade nach ziemlich, ziemlich wenig aus, muss ich gestehen. Machen wir das Ganze mal ein bisschen schneller, packen hier mal das nächste hin. Ach, tatsächlich, sogar hier kommt der Zombie. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt haben wir 350. Und wenn es den jetzt in die Luft zerreißt, hoffe ich, dass es wenigstens mit 400. Das ist, an diese Zombies verfüttern rentiert sich ja überhaupt nicht. Das ist ja krass. Okay, das wusste ich jetzt beispielsweise auch nicht. Dass es nur 50 Sonnen gibt, das ist ja dann völlig umsonst. Okay. Na, dann nehmen wir es halt zumindest zum Aufhalten her. Denn immerhin hält es die Zombies ein bisschen auf. Oh, ich hätte das anders setzen sollen. Ich hätte das hier hinten. Naja, gut. Wir könnten jetzt hier zum Beispiel die mal in die Luft sprengen. Weil wir haben ja im Moment genügend Sonnen. Dann reicht das sogar. Bei dem hier rentiert sich sicherlich schon wieder, weil der hat ein Hütchen und ich glaube, wenn es den zerreißt, gibt es ein bisschen mehr. Theoretisch. Ich würde den jetzt auch nochmal kurz aufhalten. Ich weiß gar nicht warum. Ja gut, dann könnte der hier nachkommen, aber das wird er nicht schaffen rechtzeitig, denke ich mal. Bisher ist es relativ einfach, aber das ist auch das Mittelalter. Ägypten. Eines der ersten Ägypten-Level. Den frieren wir nochmal ein. Muss schauen, dass ich das Bömpchen erstmal wieder flott bekomme. Hoffentlich schaffe ich das rechtzeitig. Ansonsten muss ich eine der anderen Pflanzen verwenden, die ich habe. Die möchte ich mir ehrlich gesagt eigentlich. Oh, sehr schön. Jetzt bin ich gespannt, bekommen wir mehr wie 50 dafür? 75 haben wir. Oh ja, da gibt es einiges mehr. Sehr schön. Das hatte ich gehofft. Ja gut, ich stelle sie jetzt einfach nur auf, damit sie aufgestellt ist. Sinn ist, es ist eigentlich relativ egal. Müssten den anderen dann nochmal einfrieren, damit sie geknubbelt gehen. Vielleicht bekomme ich sie sogar noch so weit zusammen. Das ist ja gut. Schauen wir mal. Oh, Sonne. Hätte ich bei einer Sonne durchlassen. So, die beiden sprengen wir mal in die Luft. So. Und die machen wir mal so weg. So. Jetzt haben wir schon relativ viel Dünger angehäuft. Das ist gar nicht mal so schlecht.
Ja, hier habe ich dem Falschen zum Fressen gegeben. Sollte ich dem zum Fressen geben? Wobei, ich brauche ja eh nicht mehr so viel. Geht eigentlich ganz gut. Da kommt auch schon der nächste Dünger geflogen. Kann man hier vielleicht schon mal ein bisschen Dünger draufpacken. Bam! Oh, die sind genau zu denen hingeflogen. Wie cool war das denn? Oh, hier, die können wir so in die Luft sprengen. Oh nein, es war zu weit hinten gesetzt. Verdammt! Dam, dam, dam. Aber der kann das hier fressen. So. Ich würde ja hier nochmal zu Dünger tendieren. Wenn wir sie schon haben, dann sollten wir sie auch benutzen. So. Einen haben wir noch, den wir dann notfalls hier hinten anwenden können. Also es ist tatsächlich möglich, ein Level so zu spielen. Die Frage ist, wie weit könnte man es auf die Spitze treiben? Wie stark muss, darf das Level sein? Hat der hier jetzt eins gefressen? Nein, der hat keins gefressen, ne? Ah, wie gern würde ich die jetzt hier in die Luft jagen. Komm, wir machen es auch. Damit diese Kartoffelminen hier nicht benutzt werden müssen. So. Das hier hin. Das könnte man dann auch demnächst mal wieder zünden. Das nehmen wir einfach nur daher, damit wir es hergenommen haben. Da haben wir jetzt nochmal Dünger drauf. So, hätte ich ja nicht da draufhauen sollen. Hier sind ziemlich viele. Bam! Und den können wir nochmal einfrieren. Hat das Kartoffelbömpchen vielleicht sogar noch Zeit. Quatsch! Oh, die sind alle weg. Es ging schnell. Und dann setzen wir die noch ein, damit die auch noch was zu tun hat. Quatsch! Und fertig. Und wenn die jetzt noch länger angreifen hätte können, würde sie sich auch verbrauchen. Das ist das Schöne an dem Gespenst. Man kann es halt auch überall hinsetzen. Man braucht kein Seerosenblatt und solche Sachen. Ziemlich, ziemlich cool, die Pflanze. Und Michi, ich glaube, wir haben deine Challenge geschafft. Außer du sagst, oh mein Gott, du hast voll den Fehler gemacht, den ich nicht gesehen habe. Aber ich denke, es dürfte alles geklappt haben. So, dann schauen wir mal. Was haben wir denn als nächstes für eine Challenge? Bitte spiele in einem normalen Mittelalter-Level nur mit Sonnenpilzen, mit der Erbsenkanone und Nüsschen. Wenn es schwierig ist, sind Power-Ups und Dünger erlaubt. Okay. Die Challenge kam übrigens von Viktor. Wir gehen also in das Mittelalter. In einem normalen Mittelalter-Level, nur mit Sonnenpilzen. Das ist kein Problem. Mit der Erbsenkanone und Nüsschen. Das Problem, was wir nur im Mittelalter haben, ist schlichtweg die Tatsache, dass wir einige Pflanzen, einige Zombies nicht wegbekommen ohne andere. Ich gehe jetzt absichtlich mal nicht weiter vor, weil da kommen jetzt dann schon wieder diese Hampelmänner. Und die Hampelmänner können wir mit Erbsen nicht besiegen. Die können wir nur mit Shrooms und sowas besiegen. Deswegen muss ich es leider auch in einen der relativ einfacheren Level machen, sonst ist es leider nicht möglich. Sonnenpilzen, Erbsenkanone, das ist die hier. Und Nüsschen. Mit Nüsschen denke ich mal das hier, weil das große ist eigentlich kein Nüsschen. Power-Ups-Dünger sind erlaubt. Okay, ich gehe jetzt nur noch her und fülle das Ganze einfach auf. Ich nehme jetzt zwar die hier mit, weil die ziemlich, ziemlich cool sind, aber ich benutze sie nicht, keine Sorge. Wir werden natürlich versuchen, wirklich nur Sonnenpilz zu verwenden und den Erbsenshooter und die Nüsschen. Und dann schauen wir einfach mal, ob wir das überhaupt schaffen. Das ist nämlich das Nächste. Die einzige Sache, die wir hier jetzt gerade als Problem haben, ist, dass wir am Anfang relativ lange brauchen, bis wir Sonnen bekommen. Aber auch das, denke ich, schaffen wir. Allmählich wird es brenzlig. Wir könnten jetzt schon mal mit Nüsschen dicht machen. Gut. Wenn wir schon mal einen Anfang gemacht, dann kommt der nächste schon. Oh, das wird ein Problem werden. Das wird ein Problem werden mit dem. Weil der nämlich genau bei einem Grabstall kommt. Oh, aber auch hier können wir dicht machen. Ein Hammer. Oh, das ist sehr gut. Eigentlich hätte ich erstmal hier machen sollen, aber hey. Oh Gott. Jetzt schon? Wir kommen nicht schnell genug an Sonnen. Oh, wow.
Ich hoffe einfach mal, dass es noch irgendwie klappt. Ich weiß noch nicht wie, aber klappt schon irgendwie. Komm schon. Geh doch down. Wahnsinn, was dir einen Schaden fressen. Jetzt müssen wir unbedingt hier erstmal aufstellen. Oh Gott. Oh Gott. Friss hier mal einen Sonnenpilz. Nein, er frisst keinen Sonnenpilz mehr. Verdammt. Hier müssen wir dicht machen. Oh, hoffentlich frisst er mir das jetzt nicht zusammen. Oh, bitte nicht. Komm schon. Oh, das hat noch geklappt. Oh, wow. Das erstaunt mich jetzt, dass das noch hingehauen hat. Das erstaunt mich jetzt dezent. Hier noch eins. Hier machen wir wieder zu. So. Ich bin echt erstaunt, aber bisher haut es nur noch... Ein Diamant! Ja, sehr schön. Diamant in der Challenge. Das ist gut. Oh Gott. Das wird ja nichts. Oh je. Die Grabsteine sind noch zu weit vorne. Das ist das Problem. Muss hier mal kurz so dicht machen. Oh Gott, das... Komm, wir müssen hier... Hier lassen wir jetzt mal den Rasenmäher drüber wachsen. Oh je. Wenn es zu schwierig wird, Dünger erlaubt. Okay. Dünger. Komm, stirb. Oh, jetzt hat er da... Oh. Nein. Er trifft ihn nicht. Verdammt. Oh. Ich fürchte, wir müssen ein anderes Level wählen. Aber hier ist es kaum möglich. Machen wir hier nochmal zu. Das ist extrem schwer. Na, schauen wir mal. Vielleicht schaffen wir es ja doch noch. Noch ist es nicht verloren. Noch können wir es schaffen. Na komm, schneller. Oh, gut. So ein Nüsschen hat noch rechtzeitig geklappt. War knapp, aber es hat noch geklappt. Puh. Wir haben noch einen Dünger, wenn es wäre. Wir haben noch einen Dünger. Oh, wow. Also, oh Gott. Klappt das? Nein, es klappt nicht. Dann müssen wir hier den Dünger anwenden. Das ist echt schwer. Oh Gott, die sind hier auch schon durch. Fress einen Sonnenpilz. Nein, sind wir auch schon durch. Dann muss ich da leider auch den Rasenmäher drüber rühren lassen, fürchte ich. Es hilft alles nichts. Man muss da der Rasenmäher drüber und anschließend bauen wir das Ganze wieder schön auf. Und dann schaffen wir hoffentlich die finale Welle. Ich hoffe, dass wir sie schaffen. Das wird schwierig, aber wir werden es schon hinbekommen. Heieiei. Jetzt, wo der andere Pilz endlich ausgewachsen ist, haben wir wieder ein weniger. Mei, 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 mei. Komm, 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 komm. Down. Gut. Huh. Machen wir hier mal dicht. Hier. Eieiei. Die halten so viel aus. Das ist ziemlich heftig. Wir müssen auch schauen, dass wir bestimmte Lanes jetzt dann beschützen. Oh je. Sind da schon wieder durch. Oh Gott. Naja gut, wir konzentrieren uns jetzt mal auf die Lanes, wo wir keine Rasenmäher mehr haben. Denn das sind die wichtigsten Lanes, die wir definitiv schaffen müssen. Da kommen wir nämlich gar nicht rumdumm. Hier werden wir jetzt den Dünger benutzen. So. Hier werden wir jetzt das nochmal machen. Oh, das Nüsschen ist rechtzeitig fertig geworden. Sehr schön. Diese Lane geben wir jetzt auf. Diese Lane werden wir wahrscheinlich auch aufgeben müssen. Das schaffen wir leider nicht mehr rechtzeitig. Nein, keine Chance. Kann man eigentlich nur noch hoffen, dass die da oben, dass das Nüsschen noch schön standhält. Sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Oh, das schaffen wir. Puh. Na gut, Rasenmäher sind ein legitimes Taktik-Gedöns-Dings. Also von daher denke ich, dass es doch ganz in Ordnung ist. Ja, lieber Viktor. Nein, nicht Viktor. Michi, Entschuldigung. Michi war es. Nein, Michi haben auch schon. Verdammt. Die Challenge von Viktor konnten wir nicht machen, weil das war im Tiki-Fackler. Genau, die Challenge von Michi haben wir vorher gemacht. Und das hier jetzt war die Challenge von Luxen200. Lieber oder liebe Luxen200, ich hoffe, dass wir deine Challenge bestanden haben. Alles im Allen eine sehr, sehr schwere Challenge. Ich denke, weiter im Mittelalter könnte man nicht vorgehen in dieser Konstellation. Ziemlich, ziemlich schwer. Aber ich denke, wir haben sie geschafft. Also, wenn eure Challenge gerade dran war, könnt ihr natürlich gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr sie als bestanden anseht. Ansonsten sage ich generell schon mal Dankeschön fürs Zuschauen, ihr Lieben. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.